Sie überschreiten die Grenze in die unbekannte Dimension. Guten Abend, meine Damen und Herren. Alles basiert auf Freiwilligkeit. Heiß. Die EU will wieder mehr als das auftreten, was sie eigentlich ist, als Union. Mit einem Dauerbombardement werden Zivilisten zermürbt und zugleich ausgehungert. Ja, was ist denn nun, Sebastian Ramschbecker? Ja, der Gipfel. Danke nach Brüssel, Sebastian Ramschbeck. Der Gipfel für Angela Merkel. Adrian Arnold. Gipfel. Besten Dank nach Berlin, Adrian Arnold. Wir haben einen Migrationsexperten gefragt. Was ist die Idee? Ja, Gipfel. Ich meine, wenn ich bei Bäckerei durchlaufe oder reinschaue und ich sehe Gipfel und sie mich fragen, sorry, man, willst du mich essen oder nicht? Willst du mich nicht essen, oder? Dann sage ich mir, ja sicher, ich meine, warum nicht? Ich meine, ich habe Hunger. Eine halbe Milliarde Franken. In die Schweiz. Die Migros hat ein Problem. Der Migros, das muss man ganz allein. Wir stammen von einem grossen und ganz berühmten Mann. Der Vater von allem, das ist ein Brite, der große Tutti-Xi. Unsere Migros, weiss was sie will. Viele Stellen gehen verloren. In der Schweiz sind, so wird geschätzt, rund 75.000 Menschen süchtig. Ich meine, wenn ich bei Bäckerei durchlaufe oder reinschaue und ich sehe Gipfel und sie mich fragen, sorry, man, willst du mich essen oder nicht? Willst du mich nicht essen, oder? Dann sage ich mir, ja sicher, ich meine, warum nicht? Ich meine, ich habe Hunger. Auf den Tag genau heute, vor 50 Jahren, spielte sich in Zürich Turbulentes ab. Die Langstrasse morgens um 5. Ja, jetzt geht's morgen, dann gehen wir wieder arbeiten. Kommen wir uns nun zu Andrea Fetsch und den Themen von 10 vor 10. Ein einjähriges Kind im Abfall landet, Franz. Danke, Andrea. Das war's von uns für Sie. Weiter geht's auf SRF 1 mit Meteor und Asraf Bidalüt. Auf SRF 2 die Free-TV-Premiere Star Wars, das Erwachen der Macht. Einen unterhaltsamen Abend und bis bald. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Beginnt der Tag am frühen Morgen, macht dir allen Ernstes große Sorgen. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Hello there.